Mann, wie stimme ich denn jetzt? Was war denn das jetzt? Ach so, du schon wieder. Hi! Hör mal, kannst du mir helfen, wie stimmen wir denn gleich ab? Ich bin mir nicht sicher. Wir sind dafür. Stand im Intranet. Aber das Ding kostet doch, das kostet doch wahnsinnig viel Geld. Haben wir das als Fraktion beschlossen? Na komm, Otto, das hättest du echt früher rechnen müssen. Haben wir so in der Fraktion beschlossen? Ja, aber ich lass mich doch jetzt von der Fraktion nicht zwingen. Das ist doch, also, das geht doch. Demokratie, du warst ja auch dafür. Naja, ich war in der Fraktion dagegen, aber du hast schon irgendwo recht. Hast schon vorher Bescheid sagen sollen. Na, aber mal ernsthaft. Wie ist es eigentlich? Fraktionszwang? Oder wann stimmt man das seinem Gewissen ab? Wer weiß. Fragen wir mal jemanden. Ja, das Thema ist also wirklich, wie stimmen wir ab? Nach welchen Regeln stimmen wir ab? Und da einfach nur einen Liberalen zu fragen, das ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Und nur Blau und Gelb wäre schlecht. Und wenn man Blau und Gelb mischt, kommt Grün heraus. Ich begrüße meine Kollegin Ekin Deligöz, die für die Grünen im Haushaltsausschuss sitzt. Und wir beide, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich schon? Auch schon sehr viele Jahre, glaube ich. Also, ich denke seit 2002. Ja. Um den Dreh. Wir waren gemeinsam ja auch mal unterwegs in der USA und dort haben wir uns eigentlich eher besser kennengelernt und seitdem, seit 6 Jahren bin ich im Haushaltsausschuss und davor warst du ja der Vorsitzende vom Haushaltsausschuss, also länger. Und dann habe ich zwischendurch mal 4 Jahre Pause gemacht, damit du alleine arbeiten kannst, genau, ist richtig. Ekin, heute hatten wir die Entscheidung auch über das Thema Organspende und da ist ja nicht nach Fraktionen abgestimmt worden. Jetzt einfach mal die Frage mich am meisten erreicht, warum ist eigentlich nicht nach Fraktionen abgestimmt worden? Bei euch ja auch nicht, bei uns auch nicht. Naja, es gibt Fragen, da gibt es Fraktionszwang einen gewissen Sinn. Also wenn wir gemeinsam über Rindfleischetikettierungsgesetz, die 5. Variante, reden, dann ist es nicht eine Frage des Gewissens, sondern das ist eher eine Verwaltungsverordnung, eine praktikable Lösung. Da verlässt man sich auf die Fachabgeordneten, die sich intensiv damit beschäftigen. Und letztendlich ist man ja in der gleichen Partei und Fraktion, wo ein Grundvertrag eine Linie entsteht. Eigentlich. Ja, genau. Eine Linie, an die man sich hält, wo man sich auch nicht viele Gedanken macht. Und dann gibt es die Fragen, die betreffen die innere Motivation, die Werte, Anfang des Lebens, Ende des Lebens, auch Bundeswehreinsätze, also Leben und Tod, diese essentiellen Fragen. Da ist es wichtig für uns als Abgeordnete, Orientierung zu haben, so einen inneren Kompass. Mhm. Dieser innere Kompass kann kommen aus dem Glauben, aus der Religion, aus einer Wertehaltung, aus einer Grundhaltung heraus. Die Motivationen dazu sind ganz unterschiedlich, aber wichtig ist, so einen Kompass, so einen inneren Kompass zu haben und dazu zu stehen und das auch zu äußern. Hast du Entscheidungen schon gehabt, wo du gesagt hast, das ist zwar noch nicht gewissen, aber ist anders und hast dann aber im Plenum, also ich kann es für mich sagen, habe ich auch schon zähneknirschend gesagt, naja, das ist jetzt nicht gewissen, die Fraktion will es so, mach mit. Oder geht man dann manchmal auch nicht hin? Naja, selbstverständlich gibt es diese Entscheidungen, weil es ist ja nicht nur die Wertehaltung, die eine Rolle gibt, sondern die höhere Verantwortung. Das bedeutet, wir hatten in der rot-grünen Zeit durchaus mal das eine oder das andere, die andere Abstimmung, wo es schlicht und einfach darum geht, gibt es danach noch diese Koalition oder gibt es die nicht? Gibt es Neuwahlen oder gibt es die nicht? Kann ich sozusagen das Ende einer bestehenden Struktur verantworten? Mhm. Ein Schritt mehr über den Tellerrand weiter gucken. Mhm. Was kommt am Ende raus? Welche Konsequenzen hat meine Entscheidung für jetzt und für die Zukunft? Das ist ein Teil dieser Entscheidung und das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Mhm. Ich weiß noch, dass ich als junge Abgeordnete eine meiner ersten Entscheidungen war, der Einsatz Deutscher Bundeswehr in Kosovo. Ja. Ich wusste, heute Nacht werden Menschen zur Arbeit gehen und es wird einen deutschen Einsatz finden und sie werden die Nacht nicht überleben. Und ich bin ein Teil dieser Entscheidung und ich habe das mit zu verantworten. Das war schon eine starke Belastung. Man geht mit sowas nicht locker um, sondern... Aber hast du es dann auch mal bereut? Bist du mal zum Ergebnis gekommen, ich habe mal bei einer Gewissensentscheidung oder bei einer anderen Entscheidung falsch abgestimmt? Ist das etwas, wo du dich dann mit plagst? Nein, eigentlich nicht. Deshalb, weil eine Entscheidung nie aus dem luftleeren Raum herauskommt. Es gehört immer dazu, dass man das nicht nur mit sich selbst vereinbart, sondern sehr, sehr viele Gespräche dazu führt. Übrigens nicht nur mit den eigenen Leuten reden, nicht nur mit der eigenen Fraktion und den eigenen. Das ist ein Freunden, bisschen wie die Twitter-Blase, genau. Genau, sondern auch rausgehen, ja, mit Betroffenen reden. Also durchaus auch bei einem Bundeswehreinsatz zu einem Bundeswehrstandort gehen und dort mit den Soldatinnen und Soldaten reden, mit der Familie, mit Freundeskreis, ganz wichtig, immer wieder, mit vertrauten Menschen in einem vertrauten Kreis
für und wieder Meinungen einholen und natürlich lesen, lesen, lesen. Ja. Information ist für uns die oberste Pflicht. Das gehört dazu. Wir sind ja quasi Zeitungsjunkies, aber das reicht meistens nicht aus, sondern es ist unsere Pflicht, auch Informationen zu organisieren und mit diesen Informationen letztendlich dann am Ende zu einer Entscheidung zu kommen. Es gibt jetzt diese Entscheidungen, wo die Fraktion zwar die Abstimmung freigibt, aber trotzdem eine Grundlinie hält. Also ich habe das bei Bundeswehrentscheidungen auch erlebt. Hast du mal gegen deine Fraktion oder anders als deine Fraktion gestimmt? Da müsste ich jetzt wirklich drüber nachdenken, aber ja, an der einen oder anderen Stelle habe ich mir nicht nur sehr schwer getan, sondern auch ganz konsequent gesagt, das ist nicht meine Position. Also bei mir waren es zwei Bundeswehreinsätze, wo ich nicht mitstimmen konnte, weil mir das nach dem Gespräch nicht sicher war. Meistens waren das Bundeswehreinsätze. Ich kann mich an eine Afghanistan-Entscheidung erinnern. Die Bundeswehr war bereits in Afghanistan. Es ging um die Fortführung. Das erste Mal hatte ich zugestimmt und ich hatte beim zweiten Mal nicht das Gefühl, die Lage hat sich verändert. Mhm. Die politische Positionierung in Teilen meiner Fraktion hat sich geändert, aber die Grundlage der Entscheidung hat sich nicht geändert. Also habe ich anders gestimmt als meine Fraktion, habe dort zu einer Minderheit gehört. Aber es war akzeptiert und das war auch gut so. Also ich würde immer sagen, man hat dann in der streitigen Position versucht, mich zu überzeugen. Man hat versucht, mich natürlich zu überreden. Das ist die Leidenschaft der aber Politik, nie zu zwingen. Gehört genau. Dazu. Aber Zwang würde ich das nicht sagen, sondern es ist einfach die Kraft der Argumente. Und so wie ich versuche, andere von meinen Argumenten zu überzeugen, versuchen andere, mich von ihren Argumenten zu überzeugen. Und ja, es gibt auch Situationen, wo man sagt, ich habe zwar recht, aber du halt auch. Ja. Und manchmal führt das auch zu einer Meinungspositionsverschiebung. Ich kann zum Beispiel sagen, Religionsunterricht an deutschen Schulen, islamischer Religionsunterricht, ich war sehr, sehr lange dagegen. Inzwischen sage ich, lieber die Aufklärung findet in einer Schule statt, als im privaten verborgenen Hinterzimmer, weil wir dadurch dann auch der Funktion der Lehre nachkommen können und das nicht irgendwelchen durchgeknallten Menschen überlassen. Ja, und bei mir war es der Religionsunterricht, wo ich gesagt habe, okay, Religionsunterricht ist eine Vereinbarung, die wir getroffen haben, aber wenn kein Religionsunterricht ist, dann sollte für die anderen wenigstens ein Ethikunterricht sein. Das war erst, bin ich eigentlich dagegen als Liberaler? Und dann habe ich gemerkt, nein, wir brauchen dieses ethische Fundament. Genau, und das ist eine Konsequenz aus Diskussionen, Argumentation gegen Argumentation und solange wir das können, unsere Meinung zu sagen, hier steht ja Meinungsfreiheit, ja, Artikel 5. Gehört es auch dazu, nicht nur zuzuhören, sondern auch Meinungen zu ändern, wenn es berechtigt ist. Und wir werden weiter über unsere Meinung streiten, manchmal gleich abstimmen, manchmal anders. Selbstverständlich, das ist das, was Salz und Pfeffer unserer Arbeit ist. Ich danke fürs Gespräch. Ich danke dir. Mann, wie stimmen wir denn jetzt gleich ab? Ich weiß auch nicht, was machen wir denn jetzt mal? Hallo, du schon wieder. Hi, du schon wieder, ja, hör mal, sag mal. Ah. Ja, wenn es Foto wäre, ja. Wäre eigentlich ein Film. Ja, aber das ist ein ganz netter Kollege und den muss man immer mal so ein bisschen auf den Arm nehmen, weil wir wissen, er kann das ab und da gibt es nicht viele von.